Hat mich auch mal bei sich wohnen lassen für ein paar Monate. Und als kleiner Junge hatte ich ihn auf jedem Dortmund-Trikot. Von Typen her ist es ein brutaler Haufen. Nee, ich gehe tatsächlich mal nur mit, nicht aus der aktuellen Mannschaft. Die lasse ich jetzt mal alle raus. Dann kann ich auch keinen bevorzugen oder benachteiligen. Das ist clever von mir, ne? Ich nehme den Roman. Birki. Ja, ist immer noch eine Freundschaft, sage ich mal, eine gute. Nicht mehr der Kontakt jetzt, wie wenn er hier war, ne, ist klar. Aber hat mich auch mal bei sich wohnen lassen für ein paar Monate. Mit Roman verstehe ich mich immer noch gut und ist ein super Typ. Hinten links ist auch wieder sehr schwer, ob Schmelle oder DD, ne? Schmelle, guter Kumpel. Auch zusammengespielt. DD war mein Vorbild. Und als kleiner Junge hatte ich ihn auf jedem Dortmund-Trikot. Deswegen habe ich auch jetzt die 17 wieder genommen. Ich spiele mal mit DD hinten links und Schmelle kommt dann nach vorne. Der kann das nämlich auch vorne. Der muss auch in meine Traumelf. Wenn ich in Frankfurt gespielt habe, David Abraham, den mache ich mit rein. Auch sehr gut verstanden, auch ein guter Spieler. Dann gehe ich mit Manu Akanji. Immer noch ein guter Kumpel im Urlaub gewesen, natürlich ein brutaler Spieler. Ja, ich darf schon bei meiner Mannschaft mitspielen. Also ich, ja, na klar. Dann gehe ich mit Jaden. Allein von der Qualität, ja, mit so jemandem zusammenzuspielen. Sehr, sehr gut, ja. Ja, mit Princess denke ich klar. Der darf von mir nicht fehlen. Ich denke, Jude auch, von der Qualität auch. Ähnlich wie Jaden, dass man schon sagen kann, man hat mit so jemandem zusammengespielt. Denke ich, ist schon was Besonderes und der Junge einfach eine enorme Qualität hat. Erling, denke ich, ist klar. Erling erklärt sich ja von selbst. Nicht nur, weil er meine Frisur hat, sondern weil er auch Tore schießt. Ich komme, ich gehe mit Ante Rebic. 2 Tore im Pokalfinale auch gemacht damals. Muss ich da auch mit reinnehmen. Von Typen her ist es ein brutaler Haufen. Also da wäre auch ganz viel drin. Ganz viel möglich. Viele Mannschaftsabenden auch.